Ich begrüße euch zur Folge Terranigma. So, wir sind hier weiterhin im Burg Drachenfels, hieß das Ding doch, glaube ich. Und ich guck mal, ob wir heute hier weiterkommen, beziehungsweise werden wir definitiv weiterkommen. Das ist, denke ich mal, klar. Ich bin mir bloß nicht mehr ganz sicher, wie jetzt hier alles aufgebaut war, weil eigentlich wollte ich nach dem letzten Part noch einen weiteren Part aufnehmen, aber das wurde nicht der nächste, deswegen habe ich jetzt ein paar Tage wieder nicht aufgenommen. Und ja, deswegen bin ich gerade ein bisschen hilflos hier irgendwie. Na, guck mal, so ein Kristall. Sehr schön. Ja, aber okay, ich denke mal, ich finde mich ja wieder rein. Auf jeden Fall ist hier irgendwie kein Weg mehr, wo ich gerade bin. Deswegen gehe ich mal hier zurück, würde ich sagen, oder? Macht das irgendwie Sinn? Ich habe keine Ahnung. Ich habe jetzt auch wirklich nicht wirklich meinen Plan, wo ich schon war und wo noch nicht. Das ist halt so das Ding. Aber ich denke mal, wir finden das alles gemeinsam raus. Hier oben war ich scheinbar schon mal. Sehr schön. Ich weiß nur noch, dass der Dungeon halt ein bisschen anders war als die anderen. Das heißt, wir müssen ja keine Gegner besiegen, sondern wir müssen uns an den Gegner vorbeischleichen. Das ist so das Gimmick dieses Dungeons und das ist eigentlich ziemlich cool. So, vielleicht noch was dazu, wann dieses LP jetzt immer kommt. Ich wollte es ja ursprünglich täglich bringen, jetzt vor kurzem erst wieder. Habe ich gesagt, ich bringe es täglich, da oben war ich, genau, ich erinnere mich. Aber jetzt habe ich mich doch umentschieden und zwar mache ich es jetzt so, dass ich das mit Final Fantasy 6 abwechsle. Das heißt, gestern kam FF6, das heißt, heute kommt Terranigma, morgen kommt wieder FF6 und heute Terranigma. Das heißt, ja, das LP wird zwar ein bisschen länger brauchen, um jetzt im Endeffekt beendet zu werden, sage ich mal. Aber, naja, so habe ich halt nicht so viel Upload-Stress und so weiter und so fort, weil das ist echt krass, wenn du so viele LPs hast. Ich weiß, ich bin selbst, ah Gott, ich bin selbst dran schuld, dass ich so viele LPs habe. Aber es ist echt krass, wenn du so viele LPs hast und irgendwie alles täglich bringen möchtest, dann, oh nein, dann kann es halt mal sein, dass nicht alles richtig zur richtigen Uhrzeit kommt und so, und das ist halt so die Sache. Ich weiß nicht, ob jetzt da drüben noch was war. Ich weiß nur, dass ich drüben auf der Seite war. Egal, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier mitten in die Mitte, weil da waren wir noch nicht. Das weiß ich. Kann er bitte mal weggehen? Das wäre voll super. Hier einfach straight durch in die Mitte. Yo. Ach ja, genau. Und ich habe den Tipp bekommen. Turboschuhe soll ich hier ausrüsten. Moment, die war bei den Utensilien, oder? Ich glaube schon. Die Turboschuhe sollte ich hier ausrüsten. Die sollen hier scheinbar auch was bringen oder so, keine Ahnung. Bin ich jetzt damit eigentlich irgendwie schneller oder so? Und dann war noch irgendwas angeblich hier drüben. Moment. Wo war denn der Weg? War da unten bei dem Typ? Nee, da war hier oben, genau. Weil hier war irgendwie so ein leerer Raum und das, jetzt soll es hier noch irgendwas geben, was man mit den Turboschuhen erreichen kann. Keine Ahnung, wie genau, aber irgendwas soll es hier noch geben. Aber wie macht man das denn mit den Turboschuhen? Ach so, ich kann hier. Aha, guck mal, ich kann hier also quasi den Knopf drücken und. Okay, ja, alles klar. Kann man vielleicht mal die Wand einreißen oder so? Oder sonst was, keine Ahnung. Ich habe kein. Irgendwas soll es halt hier noch geben. Oder hier? Keine Ahnung. Also irgendwas ist hier angeblich noch. Ich weiß nur noch nicht genau was. Ich verstehe es nicht genau. Irgendwas muss ich mit den Turboschuhen machen. Kann ich vielleicht in die Richtung irgendwie damit rennen oder so? Nee. Weiß ich nicht, was da sein soll. Oder meint er vielleicht hier unten oder so? Ich hab keine Ahnung. Irgendwas muss ich irgendwo mit den Turboschuhen machen. Wurde mir gesagt. Aber okay. Dann halt, ja. Ist jetzt nicht so schlimm. Dann kann ich doch noch später holen vielleicht. Keine Ahnung. Hier oben vielleicht irgendwie. Keine Ahnung. Aber okay. Dann, ah Gott. Ich war unten lang. Fällt mir gerade wieder ein. Ich wollte unten lang straight durch die Mitte durch, wenn er da weggeht. Kannst du bitte dich umdrehen? Das wäre echt praktisch von dir.
nicht auf mich zulaufen. Umdrehen, habe ich gesagt. Ah, okay, ich bin vorbeigekommen, alles klar. So, der da ist ziemlich fies. In den kann man schnell reinlaufen irgendwie. So, jetzt schnell hier hinten vorbei. Wundervoll. Komme ich hier rüber? Ja. Ah, da ist noch einer. Ah, der ist auch fies. Komm, ja, sehr schön. Wo bin ich jetzt? Wo bin ich jetzt? Ich bin irgendwo in einem Gang, das ist klar. Aber wo genau bin ich? Kann man hier vielleicht irgendwie die Wand einreißen? Ha, guck mal. Guck mal einer an. Das geht, sehr schön. Und da sind weitere Wachen, okay. Oder da ist eine weitere Wache, besser gesagt. Jetzt muss ich hier überall gucken, ob ich irgendwas einreißen kann oder was. Aber die sieht auch sehr einreißbar aus, oder nicht? Da sind auch so Risse drin irgendwie. Aber ich glaube, das ist dann jeder, oder? Scheinbar. Hm, okay. Kann ich hier unten mit durch? Nee. Wow, nein! Er hat doch gar keinen Strahl da. Ach, komm! So, ich habe mal kurz wieder hergeschnitten, weil ansonsten ist das dumm, wenn man das gleiche quasi immer wieder sieht, sage ich mal. Jetzt bin ich wieder hier unten drin. Okay, mal gucken, was es hier noch so Spannendes gibt in dem Raum. Hier ist aber bestimmt Dings zum Einreißen, aber auch nicht, okay. Sieht aber so ein bisschen so aus. Okay, da oben ist ein Weg und gibt es hier noch einen. Hier ist auch noch ein Weg, oder? Genau, okay, alles klar. Ich gehe jetzt mal den lang, würde ich sagen. Der sieht mir nach einer Sackgasse aus. Ist die Frage, kann ich hier irgendwas machen oder so? Kann ich hier... Ich gucke da gleich, ob ich runter kann. Ich glaube nämlich schon. Ich gehe erstmal drüben in die Tür rein und gucke, was da ist. Da geht's nach oben. Nee, auch nach unten, okay. Jetzt bin ich wieder in dem Kerkerbereich. Okay. Ist hier noch... Ah, da ist ein Kristall auf jeden Fall. Sehr schön. Den können wir uns mal mitnehmen. Der ist wichtig zum einen für mein Ego und zum anderen einfach so. Oh, was ist denn jetzt los? Oh, Hilfe! Ich kann mich nicht bewegen. Bitte, hilf mir. Wie kann ich jetzt helfen? Sie weg oder was? Muss ich jetzt aber hier runter? Nee, da komme ich gar nicht. Das ist Merlin! Das hast du davon! Du hättest nicht rumblödeln sollen! Führt zu etwa Reue? Das ist jetzt eine gute Frage. Fühle ich Reue, liebe Merlin? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich bin bei solchen Entscheidungen immer sehr vorsichtig. Ich weiß nicht, ob das irgendeinen Einfluss auf irgendwas hat, wenn man da jetzt halt wählt, ja oder nein. Weil Taranigma kann ich mir das echt vorstellen, dass das irgendwie Einfluss auf die Story oder sonst was hat. Deswegen. Ich habe keine Ahnung. Soll ich jetzt ja oder nein wählen? Ich weiß es nicht. Also eigentlich... eigentlich fühle ich nicht unbedingt Reue, würde ich sagen. Deswegen, also das ist eigentlich meine ehrliche Antwort, aber ich weiß halt nicht, was das Spiel von mir möchte, was ich wähle. Komm, ich wähle jetzt einfach kein Stück. Was? Du miese kleine Hexe, lass mich hier raus. Sofort! Was? Du wagst es! Du bist ein kaltherziger Dummbeutel. Nebenbei, ich arbeite für Mr. Wong. Er gab mir den Befehl, Ark ist für immer in diesem dunklen Kerker gefangen. Ark bitte sterben und verrotten. Dann fühle ich mich besser. Okay. Auch so eine Zwergendame ist eine Frau. Sieht witzig aus. Anstatt dauernd zu quatschen, sollten wir lieber einen Ausweg suchen. Hey, immer locker bleiben, nur keine Panik. Gute Güte, warum habe ich es immer mit Dummköpfen zu tun? Oh Mann, ich bin super, super sauer. Nicht nur du, Ark.
Puh, endlich habe ich dich gefunden. Du führst etwas im Schilde. Du willst König Olaf meucheln. Ich suchte dich überall, Melina aus Stockholm. Du Schuft hast meine Eltern und alle Dorfbewohner umgebracht. Hä, war das nicht der König? Das stimmt nicht. König Olaf sammelte Informationen. Ohne Erfolg. Nun ist es meine Aufgabe, Informationen und Geld zu liefern. Das ist das Gleiche. Ich weiß nicht, wer hinter dir steht. Aber deine Leute ermordeten unschuldige Menschen. Hollerö, das spielt doch keine Rolle. Wer immer im Weg, wer im Weg steht, stirbt. Eines Tages werden nur noch die richtigen Leute leben. Du interessierst dich für den Schatz dieses Dörfchens? Genug Quatsch geredet. Sag jetzt die Wahrheit. Überlege es dir gut. Ich will nicht wehtun müssen. Hey, Wache, pass auf das Mädchen auf. Ist das nicht Roy, wenn man hier ist? Ich traf dich auf Schloss Loire. Du warst ein Bewerber um die Hand der Prinzessin. Hat er das nur wegen Wong gemacht, oder was? Zusammen mit diesen Männern hier, oder? Wer weiß. Ich bin ein Vagabund, der für eine Handvoll Taler schuftet. Ich schlage Frauen nur ungern. Halt also die Klappe. Das war jetzt aber nicht unsere Medina, aber das war die aus... Ja, hat er auch gesagt, die aus Stockholm. Und die jetzt hier vorne drin war, war aber die aus der Unterwelt, oder? Hey, Ark! Hör auf zu schmollen! Ich höre oben etwas! Na und, wer soll uns helfen? Diesmal haben wir den Kürzeren gezogen. Wenn es dir hier so gut gefällt, will ich mich nicht beklagen. Ich dachte, wir lassen uns etwas einfallen, anstatt rumzujammern. Ein Geräusch. Nun lass es uns ausprobieren. Kann ich jetzt irgendwie runter oder so? Ja, hier ist jemand. Ah, ich bin Ark, wer bist du? Ark, echt? Ich bin es, Fyda. Ich bin es, Fyda. Warte, ich befreie dich. Nimm die Kette und klettere dann nach oben. Okay, danke schön, Fyda. Sehr schön. Ah, jetzt bin ich hier. Du hast dich nicht sehr geschickt angestellt. Was geschah? Maylin, komm. Nichts Besonderes. Dieser unnütze Knopf ist in allem schuld. Nun gut, doch was treibt dich denn hierher? Ist es gefährlich hier? Warum bist du hier? Du sagtest, Prinzessin Melina war hier, als du im Fieber lagst. Ich fand mich plötzlich hier wieder. Ich weiß nicht warum. Aha, dann stimmt alles überein. Du machst mir Mut. Die Prinzessin ist nicht hier, aber am Westflügel war eine Sackgasse. Ich gehe in den Ostflügel, sei vorsichtig. Ah, muss ich vielleicht da jetzt irgendwie... Nee, Moment, Ostflügel ist der... Der Ostflügel ist der, wo ich gerade eben schon war, damals. Also wo ich im letzten Part schon war, irgendwie. Oder nicht, aber ich will noch mal kurz hier runter, weil da ist doch bestimmt noch irgendwas. Ich habe mich ja nicht ganz umgeguckt hier unten, deswegen. Also hier unten war der Kristall gewesen oder etwa nichts. Genau, er lag da in der Ecke. So. Ist hier noch irgendwas außer Giftwasser? Scheinbar nicht. Okay. Hier sind auch noch verschlossene Zellen. Hier ist eine Folterstelle scheinbar irgendwie vom Schloss. Alles klar. Aber mehr scheint jetzt auch nicht zu sein, aber okay. Wenigstens haben wir es mal gesehen, sage ich mal. Und mal die Truhe, die wir, wo wir den Part gestartet haben. Sehr schön. Okay, alles klar. Gut, dann gehen wir jetzt wieder raus. Und gehen mal in den Ostflügel, auch wenn ich da eigentlich schon überall war, glaube ich. So, wo ist denn die Wache? Ich will mich kurz erwischen lassen. Dann bin ich nämlich wieder zum Eingang und kann schnell in den Ostflügel gehen. Hallo. So, Ostflügel. Also, wenn ich nicht doof bin, ist Osten ja hier. Kann ich jetzt unten vielleicht lang irgendwo? Kann ich die Wand einreißen oder so? Nee. Weil im Westflügel war ja irgendwie gar nichts. Deswegen. Wir waren ja eigentlich schon im Ostflügel. Wahrscheinlich ist da jetzt noch irgendwas. Obwohl wir da schon waren, keine Ahnung, oder? Die Übersetzer haben Westen und Osten vertauscht, oder? Ich bin dumm.
Das bin ich sogar so. Jetzt, ja, kann halt sein, dass ich einfach doof bin und krass selbst Westen und Osten verwechsle, keine Ahnung. Junge, oh, wie blöd bin ich eigentlich? Was ist los? Was ist gerade los? So, wo ist der Typ da oben jetzt? Da. Ha, so, schnell weg. Wo ist Schüler jetzt? Sie muss irgendwo hier sein. Wow, das war knapp. Da ist Melina schon wieder. Prinzessin Melina wird hier gefangen gehalten. Beeil dich und hilf ihr. Hä? Also ist sie jetzt doch nur eine Illusion oder was? Das habe ich mir schon die ganze Zeit gefragt. Auch als wir sie damals bei der Säule getroffen haben und so. Also. Also bei diesem Liebesdingens da, wo auch Maylin damals dann noch war und so. Wo Maylins Hass auf uns begonnen hat. Da ist sie. Du Hasenhirn-Arg, ich wusste es. Das war klar. Fällt zweimal auf denselben Trick herein. Im Herzen von Ark gibt es zwei Melinas. Er hat die Wahl. Hey, Ark. Welche Melina magst du wirklich, Ark? Ark, pass auf. Das ist eine Illusion. Ich weiß, Albträume schleichen sich in die Herzen der Menschen. Ark, vertraue deiner Stärke und besiege die Albträume. Ist auch früh da, oder? Ja. Na, die Leute nicht mit illusionären Missetaten von Ark. Was? Wo bist du? Ich weiß, du musst nicht im Zimmer sein. Zeig dich. Warum mischst du dich ein? Wer bist du, Ark? Du scheinst Ark zu kennen, aber warum quälst du ihn? Ach, stimmt, die konnten ja Illusionen machen, ich erinnere mich. Ah, da war was. Er spielt mit meinen Gefühlen. Er soll leiden, leider nochmal leiden. Oh, sie hat ja gescheuert. Du vergeltest also Gleiches mit Gleichem. Du bist noch ein Kind. Du musst noch viel über das Leben lernen. Nur zwei Zivile. Sagt wer? Wong kann ich nun Ark ausrasieren. Kleiner Abstecher, auf geht's. Ah, oh, jetzt folgt sie mir, okay. Jetzt haben wir einen Teamgefährten wahrscheinlich. Nein. Es wäre auch voll cool, dass es in dem Spiel mehr Charaktere gibt. Das habe ich mich auch eigentlich gedacht, dass man halt, wie in Secret of Mana quasi mehrere Charaktere spielen kann. Der Eingang ist verschlossen. Vorher war er offen. Hm. Das ist jetzt doof. Maylin, sehr gut. Die Maus sitzt in der Falle. Mäuse jagen macht keinen Sinn. Jetzt ist Schluss damit. Danke, Maylin. Du wirst jetzt nicht mehr gebraucht. Eine Sekunde, Mr. Wong. Was meinst du damit? Ich werde mit dir dasselbe machen, was du auch angetan hast. Er will uns alle in diesem Zimmer töten. Warum? Ich arbeite hart für Wong. Versteh doch. Wong ist ein Menschenleben kein Penny wert. War dumm. Es tut mir leid, Ark. Großvater. Oh, man öffnet gerade die Tür scheinbar und kämpft dagegen irgendwas oder so. Zumindest hört sich das so an. Was ist für ein Geräusch? Wo kommt das her?
Perry! Hey, wenn das nicht mein Freund Ark ist. Ich hörte eine weinende Frauenstimme, deshalb kam ich her. Übrigens, hast du den Typ getroffen, der das ganze Metall aufkauft? Wir sollen keine Mädels zum Wein bringen, sondern den Job erledigen. Was für ein nettes Schloss. Ja, Platz für ein Päuschen. Päuschen, glaube ich. Hallo! Perry, please! Willst du rasten? Ich setze meinen Weg fort. Ark, du wirst die Prinzessin retten, nicht wahr? Untersuche die Wand gegenüber der Statue. Dahinter befindet sich das Verlies der Prinzessin. Sei vorsichtig. Wong hat Troy als Wache arrangiert. Er ist gefährlich. Und ich war im Unrecht. Entschuldige. Ist ja kein Problem. Welche Statue meint sie denn jetzt? Ich habe keine Ahnung. Aber okay, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part von Terra Link mal wieder. Bis dann und ciao. Wavy Road, tschüss.